Ja, Leute, was geht? Freunde, der Frauenfußball erlebt, würde ich einfach mal sagen. Also besonders die Frauen-EM, die dieses Jahr war, muss ich Real Talk sagen, war tatsächlich ansehnlich. Und ich muss Props an die Frauen sagen, das war anständiger Fußball, den sie gespielt haben. Der war sehr ansehnlich, spaßig und ja, wir gucken uns heute aber die lustigsten Momente an. Top 35 der lustigsten Momente im Frauenfußball, die jemals gefilmt wurden auf dem Kanal von Verrückten Lab. Wir starten mit dem Video, lasst einen Like da und abonniert den Kanal, let's go! Mädchen auf dem Fußballfeld weinen zu sehen, dann ist es Zeit, den Frauenfußball zu entdecken. Okay. Hier geht es härter zu und jetzt... Hä? Okay, die zeigt rote Karte, Wolfsburg! Jetzt zeigen wir euch die lustigsten Momente im Frauenfußball, die jemals gefilmt wurden. Also abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Ah. Wäre ein perfektes Tor in der zweiten Minute gewesen. Wenn es... Wait, das war doch ein Eigentor! Das war doch ein Eigentor! ...nicht das Tor der weißen Mannschaft gewesen wäre. Nee, das ist nicht so gut. Nee. Wenn ihr denkt, dass ihr heute bei der Arbeit etwas vermasselt habt, dann zieht euch den Kick der Spielerin in Grün an. Ach so, das ist Football. Ich dachte, das ist Fußball. Ja, perfekter Kick in die Arme der Gegenspielerin. Und sie holt sich dann natürlich Nein, den... ich bin natürlich nicht sauer, dass du ein Tor geschossen hast, sagte diese Frau. Alter, was passiert eigentlich, wenn man beim Einwurf den Gegenspieler am Kopf trifft? Ist das... das ist doch eine gelbe Karte, nicht wahr? ...zu ihrer Gegnerin, als sie den Ball ins Tor warf. Oh, zweites Mal. Aber das gibt gelb. Hä? Warte mal kurz. Jetzt seid ihr dabei, das seltsamste und beste Tor im Frauenfußball zu sehen. Warte mal. Mit was hat sie das Tor jetzt reingemacht? Sie flog über den Torwart und beförderte... Oh, was? Bro, einfach mal kurz, Leute, in Zeitlupe dieses Tor. Gönnt euch mal, Leute. Ich meine, Frame für Frame. Zack, guck mal, hier und da. Dieser Druck, der sich auf den Ball aufbaut und zack. Bäm, Alter. Das ist eine neue Art des Torschusses. Nennt sich Booty Shot. Ja, Mann. Ladete den Ball mit ihrem Hintern ins Tor. Das ist das intensivste Gedränge um einen Ball, das ich je gesehen habe. Ey, Elfmeter. Habe. Elfmeter. Hä, Elfmeter. Elfmeter. Das ist das intensivste Gedränge um... Warte, die ist am Ball. Meinen. Sie hat den Ball gespielt. Ball, das... Und sie wird gefoult. Ich bin absolut lost. Wer hat hier eigentlich jetzt den Elfmeter? Wo ist der Tor? Wo ist die Torfrau? Wo ist der Torwart? Ich je gesehen. Da ist der Torwart. Habe. Oh mein Gott. Nein. Zum Glück war das jetzt nicht so in dieser Frauen-EM. Zum Glück. Diese Frau kann nicht nur den Ball von ihrer Gegnerin nehmen, sondern kann die Gegnerin selbst hochnehmen. Alter. Das ist crazy. Der wertvollste Spieler im All-Ireland Women's T20 Cup ist... ein Hund? Der Dog has the ball. Dog. Dog has the ball. Und diese Frau lernte, wie man ein Fatality mit einem Tor verbindet. Eigentor. Ist das jetzt eigentlich... nee, der Schuss kommt von der Gegenspielerin. Also Eigentor. Aber mit Headshot. Alicia Lehmann weiß wirklich, wie man mit Männern umgeht. Rote Karte. Gut, ist zwar Ball gespielt, dann ist gelbe Karte. Aber ey, nice Grätsche, aber man sieht, sie hat sich verletzt dabei. Das ist nicht so nice. Und diese beiden Frauen haben etwas gemacht. Oh, oh, Leute, warum passiert das beim Männerfußball nicht? Was, haben sich da die Schnürsenkel verhadert? Ihre Schnürsenkel. Oh, nee. Und unfassbar. Diese beiden auch. Aua. Aua. Die finnische Fußballspielerin entschied sich in der letzten Sekunde, um jeden Preis das entscheidende Tor zu schießen. Mit dem Kopf. Ja, Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob das Freudentränen sind. Doch, das sind Freudentränen. Doch, glaub mir. Glaub mir, das sind Freudentränen. Das war, ey. Das war eine schöne Aktion. Glückliches Tor. Tor ist Tor. Passiert auch im Männerfußball. Ey, Leute, habt ihr schon die Tore von Thomas Müller gesehen? Ich frage mich, wie er es schafft.
Das sind ja alles Zufallstore. Aber so oft, wie er das macht, ist es kein Zufall. Diese Torwartin dachte, der Elfmeterstoß sei vorbei. Aber es stellte sich heraus, rollt der Ball jetzt nach hinten? Nicht nur zwei Leute Fußball spielten. Ich habe das gerade nicht verstanden. Ja, so. Deshalb braucht die rote Mannschaft nicht einmal einen Torwart. Sie verlor buchstäblich gegen ein Fußballtor. Diese Spielerin weiß genau, wie man alles auf einmal bekommt. Sie bekam die gelbe Karte und dann gleich die rote. Oh, wow. Du kannst nicht in die Nähe der Füße des Schiedsrichters spucken. Die Karte für das Spucken auf den Schiedsrichter. So, gelb und gelb-rot. Sie hat es nicht in 5 Sekunden. Zack, Platin-Trophäe. Die Kapitänin des Teams St. Mirren drängte nach erfolglosem Angriff ihre Kniescheibe auf. Das! Oh mein Gott! Oh! Oh! Habt ihr das gesehen? Die hat sich die Kniescheibe rausgerenkt. Und so alle Männer beim Fußball. Ich sterbe. Jetzt mal Real Talk an den ganzen Männerfußball. Ihr alle Schauspieler. Das seid ihr alle Schauspieler. Wirklich. Ich habe die EM geguckt vom Frauenfußball. Keine Frau hat sich da 50.000 Mal im Kreis gedreht wie Neymar. Keiner von denen. Niemand. Da ist die Frau. Guckt es an. Die Kapitänin des Teams St. Mirren renkte nach erfolglosem Angriff. Knie ist ausgerenkt. Was macht die? Die renkt das wieder ein und spielt weiter. Wo sind die Männer? Was seid ihr? Ihre Kniescheibe aus. Warte, hat sie gerade einfach selbst eingerenkt? Jetzt erinnert euch kurz, wie Männer... Hat sie das jetzt gemacht? ...Fußball für gewöhnlich aussieht. Ja. Nun, das ist das schwerste Spiel im Frauenrugby aller Zeiten. Das ist Rugby. Oh, ich hasse ich glaube, diesen Ball. Der Ball hat gewonnen. Bevor diese Frau den Ball dreht, verzaubert ihn anscheinend jemand von der Tribüne aus. Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt. Der Wind! Ja, sie hat ihn nicht berührt, das ist der Wind. Diese Fußballspielerin stellt ihre Genauigkeit auf die Probe, indem sie ihren Freund benutzt. Das war wirklich ein guter Schuss? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das zum gewünschten... Das war wirklich ein guter Schuss? ...Ergebnis geführt hat. Das hätte das Siegertor in diesem Spiel sein können. Aber das war es nicht, denn Ellie Carpenter ist in der Verteidigung. Was ein Save! Was ein Save! Das ist ein super Save. Das ist der schlimmste Albtraum je. Ja, und die schlimmste Grafik. Ich sehe gar nichts. Des Fußballfans. Okay, Latte. Und er ist drin. Torwart hat nicht reingefallen. Torwart spielt definitiv für das andere Team. So entscheiden diese Frauenteams, wer das Spiel am Ostern... Mit Eiern an Ostern. Sonntag beginnen wir. Sie finden heraus, wer das stärkste Osterei hat. Das passiert, wenn du zum Fußballspiel deiner Ex-Freundin kommst. Ah, aua. Wenn Fußball für euch keine schwierige Sportart ist, dann schaut euch dieses Video an. Alter, die stolpern ja alle am Ball. Hey, 1, 2, 3. Sieht so aus, als ob diese Frau von Volleyball auf Fußball gewechselt hat. Und jetzt sind alle anderen völlig nutzlos. Warte mal kurz. Warum hält sie die Arme nach oben? Sie riskiert doch damit eine rote Karte und Elfmeter. Körper in Form zu halten, kann manchmal... Oh! I'm gonna kick your ass. ...gefährlich sein, weil jemand die Formen plötzlich verwechseln könnte. Wenn man schon... Nur mal aus Recherchegründen, ich würde mir gerne diesen Tritt nochmal angucken. Natürlich nur, weil ich nicht gesehen habe. Bei Form zu halten, kann man... Das tut weh, aber beiden gleich. Weil da ist ja nicht, also da ist ja nichts. Ich glaube, Frauen tut es vielleicht sogar noch weniger weh, weil da ist mehr Polster, weißt du? Wisst ihr? So, vielleicht. Manchmal gefährlich sein, weil jemand die Formeln plötzlich... Außer du bist Giga-Chat.
Wenn man schon immer zum Wrestling wollte, aber dich deine Mutter zum Rugby gebracht hat. Was passiert hier? Wenn ihr denkt, dass Frauenfußball sicher ist, sieht ein Eichhörnchen, wie dieses Eichhörnchen auf das Spielfeld läuft und sofort verrückt wird. Es läuft im Kreis. Wie süß. Und deshalb will jeder lieber in der Verteidigung spielen. Das wäre möglicherweise auch ein Thumbnail-Shot, wenn er in besserer Auflösung wäre. Deswegen will jeder in der Verteidigung spielen. Der Trainer sah so aus, als hätte er mehr von ihnen erwartet. Auf diese Weise blockiert Ellie Carpenter den Pass einer Gegnerin, auch wenn es ihr das Gesicht kostet. Das ist ein K.O. Während eines Interviews nach dem Sieg beschloss man, Ashley Sanchez eine unvergessliche Überraschung zu bereiten. Eine australische Rugby-Spielerin entschied, dass, wenn sie schon nicht den Ball der Gegnerin erwischt, sie zumindest ihre Schuhe nehmen könnte. Was? Warum? Die hält sich da unten an dem Schuh fest. Was ist das? Mittelfeldspieler im Fußball dürfen den Ball nicht mit ihren Händen berühren, aber niemand hat etwas über den Rest ihres Körpers gesagt. So sieht Australiens größter Frauenfußballfan aus. Känguru. Das ist so krass. Übrigens, das Känguru wurde danach ihr Torwart. So macht Mike Tysons Tochter einen Elfmeterstoß. Bam! Die russische Fußballnationalmannschaft der Frauen verlor wegen einem undichten Tornetz. Was? Kein Ball im Tor, kein Tor. Wir haben den Beweis. Videoschiri, guck mal. Das Ding ist erst drin und hat dann das Netz berührt. So, das ist für mich ein Tor. Man sieht, das Netz bewegt sich. So, wer kann das? Wo ist der Schiedsrichter? Hat er keinen Augenkopf? Diese Spielerin wartet nicht auf eine Siegesfeier, denn sie feiert gleich auf dem Spielfeld. Als diese Spielerin die Verteidigung nicht durchbrechen konnte, entschied sie sich, die Verteidigerinnen selbst zu schlagen. Let's go! Fight, fight, fight! Ihrer Gegnerin nehmen, aber sie mochte die Shots mehr. Hatte zu Beginn des Na gut, wir hatten im Männerfußball auch ziemlich viele krasse Sachen. Der Suarez biss in der WM. Bis einen besonderen Gruß für ihre englische Gegnerin. Ah, angespuckt. Bäh. Innerhalb weniger Sekunden wurde aus dem Kampf um den Ball ein... Oh Leute, warum habe ich so das Gefühl... Die Fahne, die Eckfahne, warum habe ich so das Gefühl, diese Eckfahne hat irgendeine zentrale Rolle mit diesen... Warum habe ich das Gefühl, da passiert jetzt was? Naja, nur ein Kampf. Wow! Bro! Das Einzige, was diese Frauen auf dem Feld aufhalten kann, ist eine Ente. Ente hat outplayed. Während manche Schiedsrichter keine Fouls bemerken, oh nein, läuft dieser über die Spieler. Ah. Man braucht nicht einmal eine Torhüterin, um gegen den litauischen Frauenclub Gintra. Also das sind jetzt drei Offensivspielerinnen, ja? Die schaffen es nicht, einen rollenden Ball in das Tor reinzukriegen. Zu spielen, denn ihr härtester Gegner ist der Ball. Ohne Witz. Ihr seid so gierig. Ihr wolltet alle das Tor haben, ne? Dann ist sie noch auf den Ball gefallen. Das ist gelb. Ihr seid dabei, den dramatischsten Pass aller Zeiten zu sehen. Dieser Ballgeber braucht so lange, um den Ball zurückzugeben, dass sie fast explodierte.
Hä, was ist von dem Ball, Junge? Das ist sein einziger Job. Und die sieht, der sieht doch, dass es der Torwart. Gib mir den Ball, Alter! Hä? Hat keiner denen gesagt, dass das Frauenfußball läuft? Oder was dachte er gerade? Mexikanische Verteidigerin mit der Nummer 13. Alter! So sehr oh mein Gott. Dass sie versehentlich in ihr eigenes Tor geschossen hat. Mit Hand! Anstatt ihren Sieg zu feiern, halfen diese Frauen einem Krankenwagen dabei, aus dem Schlamm zu kommen. Ehre! Nice! Und jetzt ist die zweite Halbzeit zu Ende. Schreibt in die Kommentare, welcher Moment euch am besten gefallen hat. Und ja, also genau dieser Moment, der hat mir am besten gefallen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Momente auch ziemlich witzig. Sollen wir auf noch mehr davon reagieren, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall, Leute, im nächsten Video wieder. Haut rein, IDs raus und ciao!